Hallo von Herz, meine Lieben. Ich grüße euch zur neuen Wochenbotschaft. Wir schauen in die Woche vom 27. November bis zum 3. Dezember 2023. Ja, welche Energien werden hier wichtig? Ihr bedenkt bitte, es ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Karten können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. Und bitte bedenkt auch, dass Zeit immer fließend ist. Ich beginne mit den Astro-Cards. Wir schauen, welche astrologischen Energien hier wichtig werden können. Welche astrologischen Energien wollen sich in der Woche vom 27.11. bis zum 3.12. zeigen? Eieiei, das ist ja eine ganze Menge hier. Da haben wir einmal Merkur, Verstand und Sprache. Dann das 10. Haus, Karriere und Erfolg. Hier zeigt sich das 2. Haus, Ressourcen und Werte. Und hier haben wir das Quadrat, die Herausforderungen und die Disharmonie. Okay, ihr Lieben, wir beginnen. Wartet, an der Unterseite habe ich noch Krebs, die Fürsorgliche. Okay, ihr Lieben, also Merkur ist ja der Planet der Kommunikation, der Sprache, des Verstandes, des Handelns, ne? Der Verhandlungsplanet, das Wissen. Dann haben wir hier das 10. Haus, Karriere und Erfolg. Also es könnte ja sein, dass es bei dem einen oder anderen tatsächlich in der neuen Woche um das Thema Verhandlungen, Verträge, ne? Merkur ist ja auch die Verträge im Bereich von Karriere und Erfolg. Das 10. Haus beginnt mit dem MC, ist auch Beruf, Berufung, ist ursprünglich auch das Steinbockhaus. Und es könnte sein, dass es bei dem einen oder anderen hier tatsächlich ganz klar um das Thema Karriere und Erfolg geht, in Verbindung mit den Finanzen, mit dem Selbstwert, mit den Ressourcen, mit Immobilien. Und hier zeigen sich so ein paar Herausforderungen und Disharmonien, ne? Also ein Quadrat ist immer ein Spannungsaspekt in Verbindung mit Krebs. Die Fürsorgliche. Krebs, Herrscher, 4. Haus, das Haus der Familie, des Ursprungs, ne? Der Sippe, sage ich jetzt mal. Das Gefühl, 10. Haus Steinbock ist ja nun eher der Verstand, die Klarheit und Krebs eher so dieses emotionale, fürsorgliche. Und hier kann es halt sein, dass in der neuen Woche eine gewisse Disharmonie und Herausforderungen bestehen könnte, wenn es um das Thema Wissen, Verhandlungen, Verträge, Kommunikation in Verbindung mit den eigenen Emotionen, mit der Familie, wie auch immer. Ne? Das, was ich wirklich emotional möchte, mit meinen eigenen Werten, ne? Dass es hier irgendwie darum gehen könnte, wie bringe ich das ins Gleichgewicht. Ne? Weil das 10. Haus ist natürlich auch direkt MC, IC, Beginn 4. Haus, auch in einer Opposition. Also auch da ist irgendwo eine Spannung da. Wie kann ich beides gut in Verbindung bringen? Und das 2. Haus, wie gesagt, auch das Haus der Finanzen, der Stabilität, der Materie. Und vielleicht geht es in der neuen Woche darum, dass du dir Gedanken darüber machst, wie kann ich genau diese Themen, meine eigenen Emotionen, in ein gutes Gleichgewicht bringen mit dem, mit meinem Wissen, mit Verhandlungen, mit der Logik, in Bezug auf Karriere, Finanzen, Erfolg und meine eigenen Werte. Da könnte es in der neuen Woche hier irgendwo auch eine gewisse Disharmonie geben. Oder dass man da wirklich darauf achtet, dass ich das gut ins Gleichgewicht bringe. Vielleicht möchte man auch irgendwie etwas Neues lernen, möchte sich weiterbilden, was auch mit Herausforderungen mit der Familie oder den eigenen Emotionen oder dem inneren Kind hier auch ein bisschen in Spannung steht. Das könnte hier ein wichtiges Thema werden. Um welche Lektion geht es denn hier in der neuen Woche? Welche Lektion gilt es in der neuen Woche hier zu lernen? Ja, krass, der Erfolg. Guckt mal, hier ist auch wieder der Erfolg gefallen. Ich weiß, dass zu lieben das höchste aller Ziele ist und hier das Gleichgewicht. Ne? Also irgendwie geht es darum, etwas ins Gleichgewicht zu bringen zwischen dem, was ich erreichen möchte, ne? Beruf, Berufung. Vielleicht geht es ja auch darum, dass du wirklich nach neuen Zielen suchst. Wo willst du eigentlich hin? Ne? Ohne zu urteilen, erschaffe ich mir eine Welt, die von vollkommener Harmonie geprägt ist. Und hier haben wir das Quadrat, die Herausforderung. Also zwischen dem, was ich erreichen möchte und zwischen dem, wie es mir vielleicht gerade auch emotional geht, könnte hier eventuell eine Disharmonie bestehen. Oder es geht darum, die eigentliche Berufung zu finden. Wo will ich denn für mich hin? Und trotzdem auch
die Freiheit zu haben, auch das Geld zu verdienen, was ich mir selber wert bin. Also vielleicht möchte man sich ja auch im Bereich Beruf, Berufung mit einer Selbstständigkeit auseinandersetzen, ne? Oder man möchte, wie gesagt, sich auch neues Wissen aneignen. Aber es geht auch darum, dass diese Vorstellung, die ich habe, auch mit meiner emotionalen Ebene gut im Einklang sind. Da geht es darum, ein Gleichgewicht herzustellen. Ne? Wir schauen mal, was hier aus diesem Kartendeck noch springen möchte. Welche Karte wird hier noch wichtig für die neue Woche? Ich bin Liebe, ich bin Liebe, ich bin Liebe. Da geht es nämlich um das Gefühl. Ich bin frei von Zweifel und vertraue dem göttlichen Plan. Da geht es wieder um den Bereich Beruf, Berufung. Also man merkt hier schon, dass es wirklich darum geht, etwas in ein Gleichgewicht zu bringen. Ne? Das, was ich fühle, was ich möchte und das, was letztendlich auch realisierbar ist. Und sich aber nicht unbedingt nur vom Verstand und der Logik leiten lässt, sondern wirklich mal zu prüfen, wo treibt es mich auch emotional hin? Und da ein Gleichgewicht zu finden. Ne? Also schon sehr, sehr spannende Energien hier zu Beginn. Wir schauen mal, welche Hauptenergie zeigen uns denn hier? Ja, der Stern, ne? Eine Zukunftsvision, aber auch einer der drei Schutzkarten. Ich habe Wünsche, ich habe Visionen. Wo soll es denn hier für mich hingehen? Was bringt Erfolg? Ne, der Stern ist ja auch einer der drei Schutzkarten, aber auch eine Erfolgsenergie. Etwas steht unter einem positiven Stern. Und hier geht es darum, sich wirklich Gedanken zu machen. Wassermann, 11. Haus, ne, Visionen, Träume. Ja, wo will ich eigentlich hin? Welche Träume, welche Visionen, die ich habe, sind realisierbar und umsetzbar? Aber auch mit meinem Gefühl, mit meinem Inneren. Ne? Was mache ich wirklich von Herzen gern? Und womit kann ich aber auch meine finanzielle und existenzielle Ebene gut abdecken? Ne? Das könnte hier bei einigen wirklich ein wichtiges Thema werden. Wir starten mal oder schauen mal, mit welcher Energie startet ihr denn in die neue Woche? Mit welcher Energie startet ihr in die neue Woche? Ja. Der Page der Münzen. Ne? Es geht hier um Angebote, Chancen. Münzen oder Pagen sind aber für mich auch immer Kommunikation, Nachrichten, Ideen, Vorschläge, Möglichkeiten, die sich bieten, Angebote auf Stabilität, auf etwas Neues. Bei Pagen ist auch immer noch ein bisschen kleiner. Na, vielleicht kommt hier jemand auf euch zu, der euch ein Angebot macht, mit dem man vielleicht etwas aufbauen könnte, weil Münzen ist immer Erdelement. Da geht es auch um das Thema Materie, Finanzen. Erfolg, auch die Arbeit, ne? Also vielleicht zeigt sich hier irgendein Angebot im beruflichen Bereich. Wir schauen mal weiter. Oder ihr selber habt eine Idee, ne? Das wäre auch möglich. Das Ast der Schwerter, klare Entscheidung, Wissen, ein Urteil wird gefällt. Ich entscheide mich für oder gegen etwas. Ne? Es gilt hier irgendwie eine Entscheidung in der neuen Woche zu treffen. Eine Entscheidung bezüglich einer Chance, die sich bietet, eines Angebots, einer Idee. Ne? Wir schauen mal weiter, was hier noch wichtig wird. Welche Energien wollen sich hier noch zeigen? Ja, die Hohepriesterin. Was möchte ich? Ne? In sich hineinfühlen. Naja, hier haben wir eine sehr klare Energie, hier haben wir eher auch eine sehr emotionale, etwas nachspüren. Also auch wieder Kopf und hier das Gefühl. Wir schauen mal weiter, ihr Lieben. Was wird hier noch wichtig? Ja, und da haben wir nämlich wieder genau das Thema absoluter Erfolg auf der finanziellen Ebene, die 10 der Münzen. Es geht um materielle Fülle. Was ist realisierbar? Also ich glaube wirklich, in der neuen Woche geht es um das Thema Wünsche, Visionen auf oder in dem Bereich, wo kann ich etwas erschaffen? Wo kann ich etwas hinterlassen? Wo kann ich etwas erbauen, aufbauen, kreieren? Was aber letztendlich auch mir das gibt, was ich zum Überleben brauche. Wir haben ja hier die absolute Fülle.
Ihr macht euch wirklich Gedanken darüber, wie kann ich meine Berufung, das, was ich von Herzen gern mache, mit der Realität verbinden. Und hier, ich bin frei von Zweifel und vertraue dem göttlichen Plan, ist genau die Hohepriesterin. Ne? Das ist genau dieses, ist ja auch einer der drei Schutzkarten im Tarot. Vielleicht, was mir so kommt, ist, dass ich hier wirklich eine Chance bieten könnte, womit ihr nicht rechnet, die wirklich von Geisterhand irgendwo kommt oder euch euren Weg kreuzt, wo ihr jetzt die Möglichkeit habt, etwas umzusetzen, was ihr vielleicht schon lange in euch getragen habt, aber es war nie der richtige Zeitpunkt. Und jetzt zeigt sich hier der richtige Zeitpunkt, eine Chance, ein Zufall in Anführungsstrichen, na, es fällt dir zu, was fällig ist, oder eine Person, die hier wichtig wird, die euch wirklich oder ermuntert, ermutigt, hier endlich jetzt eine Entscheidung zu treffen, etwas umzusetzen, sich mit etwas auseinanderzusetzen, was eure eigentliche Berufung ist. Der Page der Schwerter ist auch wieder eine Chance, eine Möglichkeit. Man überprüft etwas auf Stabilität, Beständigkeit, Finanzen. Das Wissen, was man bereits hat in einer Angelegenheit, man wägt etwas ab, man ist sehr kopflastig, man analysiert etwas, ähnlich wie hier mit dem Ast der Schwerter unter dem Gleichgewicht, ne? Also man versucht hier irgendetwas ins Gleichgewicht zu bringen. Wenn man jetzt zum Beispiel schon seine Berufung leben sollte oder Bereich Selbstständigkeit oder auf der beruflichen Ebene, kann es ja wirklich sein, dass man versucht, etwas umzustellen, etwas anders zu machen, dass es letztendlich ein runder, also ein Bild ergibt, was rund ist, also was wirklich, also wo man so Ecken und Kanten verfeinert, wo man etwas perfektioniert. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Man bekommt hier Unterstützung. Jemand möchte mit euch zusammenarbeiten. Hier zeigt sich eine Chance, sich mit jemandem zusammenzutun. Ja, und das gibt's ja nicht. Der Hohepriester ist die dritte Schutzkarte im Tarot, die jetzt hier noch gefallen ist. Irgendetwas ist hier jetzt an der Zeit. Guckt mal, die 10 der Kelche ist die emotionale Erfüllung in einer Angelegenheit. Das gibt's ja nicht. Alle drei Schutzkarten sind in einer Legung gefallen. Irgendetwas steht in dieser Woche auf dem Plan, was es aber gilt zu erkennen. Also hier bietet sich eine Chance, etwas zu nutzen, einen Weg einzuschlagen, eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, diese Chance bietet sich hier nur einmal. Ihr habt alle drei Schutzkarten. Und auch hier wieder, ne? Erfolg, Materielles und hier die emotionale Erfüllung. Und wir haben zweimal eine Fische-Energie. Und Fische, 12. Haus, ist auch etwas Geheimnisvolles, etwas, was lange im Verborgenen war. Vielleicht habt ihr lange auch schon eine Idee gehabt, ne? Irgendetwas, was nicht der Norm entspricht, ne? Vielleicht eine Geschäftsidee, einen Wunsch, der vielleicht nicht, wie gesagt, unbedingt der Norm entspricht, dem Normalen in Anführungsstrichen. Und ihr habt wirklich immer daran gezweifelt, soll ich das jetzt umsetzen? Kann ich dem Ganzen eine Chance geben? Macht das überhaupt Sinn? Aber es wäre eigentlich das, was mich erfüllt. Und ich habe das Gefühl, ihr findet einen Weg, sicherlich nicht unbedingt ganz einfach, aber ihr findet einen Weg oder eine Lösung, ihr trefft eine Entscheidung durch Hilfe, Unterstützung von außen oder durch wie so eine Art Eingebung, dass ihr etwas so umwandelt, dass etwas wirklich die Chance auf Erfolg habt. Gleichzeitig könnt ihr in die emotionale, aber auch in die finanzielle, in die materielle Erfüllung kommen.
Das ist ja spannend, ihr Lieben. Ich lasse jetzt hier mal noch eine Quatsch, eine Lenormand-Karte fallen. Gern mal noch eine Lenormand-Karte für die aktuelle Wochenlegung. Eine Lenormand-Karte für die aktuelle Wochenlegung. Welche Karte? So, da geht es das Haus. Das Haus ist gefallen. Stabilität, Beständigkeit. An der Unterseite der Hund. Schutz. Treue, Geborgenheit. Vertrauen, Loyalität, Freunde. Das Haus ist für mich aber auch etwas aufzubauen. Es geht wirklich darum, etwas zu erbauen. Etwas, woran ihr glaubt, etwas, was langfristig ist, stabil ist. Oder es geht tatsächlich hier um auch, wie ich, na, wir haben ja auch hier den Page der Schwerter, hier den Page der Münzen, ein Freund, ein Geschäftspartner, jemand, der in euer Leben kommt, um euch letztendlich in diesem Projekt, in dieser Idee, in dieser Zukunftsvision zu unterstützen. Das wäre hier auch möglich. Sehr, sehr interessant, ihr Lieben. Das ist eine spannende Wochenbotschaft. Also es ist jetzt für mich nicht zwangsläufig irgendwie eine Liebeslegung, sondern tatsächlich eher so dieses Thema Beruf, Berufung, wo will ich hin? Wie verbinde ich letztendlich das, was ich fühle, meine emotionale Erfüllung in die materielle Erfüllung? Na, dass man da dieses Gleichgewicht hinbekommt. Und das ist hier die 10, hier die 10, ne? Also ich glaube, hier bietet sich wirklich eine große Chance, ihr Lieben. Ist ja Wahnsinn. Na, ich bin gespannt. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich wünsche euch eine zauberhafte und vor allem erfolgreiche Woche bei dem, was ihr tut. Glaubt an euch. Bleibt mir alle schön gesund und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.